Mutation. Klingt nach Resident Evil oder X-Men, heißt aber erstmal nur Veränderung. Was hat es mit den Corona-Mutationen auf sich? Was bedeuten sie für dich, für die Impfungen? Und welchen Einfluss haben sie auf unsere Anti-Corona-Maßnahmen? Jetzt! Kurz vor Weihnachten war sie da, die Schlagzeile: Das Coronavirus ist mutiert. Zunächst einmal in Großbritannien, genauer gesagt vor allem im Südosten Großbritanniens und in London. Und genau dort sind auf einmal die Infektionszahlen dramatisch angestiegen. Die 7-Tages-Inzidenz ist auf über 1000 angestiegen. Nur zum Vergleich, bei uns gilt ja ein Ort ab einer Inzidenz von 200 als absoluter Hotspot. Und in England ist das alles vermutlich wegen eben dieser einen neuen Mutation mit dem Namen B117 passiert. Denn laut der Expertinnen und Experten der London School of Hygiene and Tropical Medicine erhöht die neue Mutation die Infektiosität, also die Ansteckungsrate, um 50-70%. Das ist allerdings nur eine Schätzung. Wie kann das aber jetzt überhaupt passieren, dass das Virus durch eine Mutation deutlich infektiöser geworden ist? Ja. Das Wort Mutation kommt vom lateinischen Mutatio und bedeutet erstmal nur Veränderung. Also hier nichts mit Zombies und Apokalypse oder Klingen, die aus Handrücken rauskommen. Denn face the facts, Viren verändern sich ständig. Das ist also völlig normal, dass sich Viren im Laufe der Zeit genetisch verändern, anpassen. Seit Beginn der Corona-Pandemie haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler schon mehr als 12.000 verschiedene Varianten des Coronavirus SARS-CoV-2 gezählt. Im Fall von B117 sind es aber schon 23 Mutationen, also Veränderungen, und 17 davon betreffen im Wesentlichen das Spike-Protein, also diese Kronenzacken auf der Oberfläche. Und mit diesem Protein, da dockt das Coronavirus an unsere Zellen an, oder versucht es zumindest. Bislang, ja, so geht, so erfolgreich. Aber mit den neuen Änderungen könnte der Schlüssel eben wesentlich besser ins Schloss passen. Heißt, unsere Zellen öffnen Corona häufiger die Tür, wir tragen also mehr Viren in uns und sind damit theoretisch ansteckender. Allerdings, don't panic, schlimmere Krankheitsverläufe oder einen tödlicheren Verlauf macht diese Mutation nicht automatisch. Trotzdem wurde die B117-Mutation von der obersten britischen Gesundheitsbehörde, von Variant Under Investigation, deutsch Variante unter Beobachtung, auf Variant of Concern, also besorgniserregende Variante, hochgestuft. Was heißt das jetzt? Kann diese Mutation dann also doch auch ein besorgniserregendes Problem für unsere Impfstoffe werden? Ich habe mit Professor Dr. Peter Kremsner vom Universitätsklinikum Tübingen gesprochen. Der ist Infektiologe, also ein Arzt, der sich auf ansteckende Krankheiten spezialisiert hat. Und er leitet die Studie zum Corona-Impfstoff von CureVac. Professor Kremsner, im Hinblick auf die neuen Mutationen, wie sicher kann man da jetzt schon sagen, dass die Impfstoffe trotzdem wirken werden? Ganz sicher kann man das noch nicht sagen, aber ich bin da zuversichtlich. Die Impfstoffe wirken ja nicht nur an einer einzigen Stelle, an einem einzigen kleinen Genabschnitt oder einem Proteinabschnitt des Virus, sondern an sehr verschiedenen Stellen mit unterschiedlicher Wirkweise. Das haben praktisch alle Impfstoffe so an sich, mit ein paar Ausnahmen, auch diese Covid-19-Impfstoffe. Und da ist es wahrscheinlich, dass so ein paar Mutationen, und es sind ja viele Hunderte, die inzwischen beschrieben sind, nicht ausreichen, dass ein Impfstoffansatz da völlig schwächelt und gar nicht mehr wirkt. Doch auch in Südafrika gibt es eine neue und anscheinend ansteckendere Virusvariante mit dem Namen B1351. Diese ist dort mittlerweile für die meisten Ansteckungen verantwortlich und wurde bereits in Großbritannien und in Frankreich nachgewiesen und seit kurzem auch bei uns in Deutschland. Und wie bei Mutation B117 ist auch dieses mutierte Virus zwar nicht direkt tödlicher, es sieht aber so aus, als ob diese Mutation bessere Voraussetzungen hat, den Impfschutz zu umgehen. Das sagt zumindest der Londoner Epidemiologe François Balou. Bedeutet das also doch, dass unsere Impfstoffe schon bald wirkungslos sind? Dr. Kremsner, kann man bei solchen problematischen Mutationen notfalls auch die Impfstoffe und die Impfstrategie anpassen?
Das kann gemacht werden. Das geht auch sehr schnell. Gerade mit den mRNA-Impfstoffen kann das sehr schnell gehen. Und wenn es dann Mutanten gibt, die dann nur mehr zu einem Teil oder weniger erfasst werden von einem Impfstoff, dann kann man den Impfstoff ziemlich schnell auch anpassen. Auch das ist möglich. Auch da sehe ich keine großen Schwierigkeiten. Und wie schnell geht das dann tatsächlich? Naja, 3 Monate kann das dann schon dauern. Und man muss auch wissen, ob es wirklich Sinn macht, sowas zu produzieren, weil es unheimlich teuer und aufwendig ist. Und wenn es dann eine Zeitungsente ist, lohnt es sich natürlich nicht. Stand jetzt, also wo ich dieses Video hier aufnehme, gibt es noch keine gesicherten Daten, bei denen man sagen müsste, besser mal die Impfstoffe anpassen. Laut Virologe Christian Drosten hat man diese Daten ab Ostern. Und müsste man dann tatsächlich was anpassen? Da hat der deutsche Impfstoffentwickler BioNTech schon gesagt, ja, schaffen wir innerhalb von 6 Wochen, ne, dass der Impfstoff dann sich an die neuen Varianten angepasst hat. Und trotzdem, die Nachricht über die Corona-Mutationen, die schrecken die Politik auf. Was uns wirklich große Sorge macht, ist die Entwicklung und das ist auch die große Unbekannte. Wie weit wird sich ein mutiertes Virus entwickeln? Das könnte alle Bemühungen der letzten Wochen schnell gefährden, sollte sich diese Form durchsetzen. Deswegen ist positiv an der Stelle aber, dass wir den Lockdown haben. Die neuen Mutationen sind also ein entscheidender Grund für die aktuellen Maßnahmen und dass sie auch wieder verlängert wurden. Das Problem dabei, um festzustellen, welches Virus bzw. welcher Virustyp macht hier die Runde, da muss ein Labor das ganz genau untersuchen, muss das Virus sequenzieren, so nennt man das. Also im Prinzip in seine Einzelteile zerlegen und dann kann man sehen, aha, Typ so oder Typ so. Das passiert in Deutschland eher nicht. Und wir wissen zwar, dass die Mutationen schon in Deutschland aufgetaucht sind. Wie stark sich aber die Mutationen bei uns ausgebreitet haben. Auch deshalb hat Ministerpräsident Markus Söder für das Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit eine neue Sequenzierungsstelle angekündigt. Doch jetzt mal Butter bei die Fische. Die neuen Virusmutationen sind ja nicht tödlicher, sondern nur ansteckender. Ist das so schlimm? Ja. Sagt Adam Kucharski. Er ist Professor an der London School of Hygiene and Tropical Medicine und er ist eben da Spezialist für mathematische Analysen und Epidemien. Auf seinem Twitter-Kanal rechnet Kucharski Folgendes vor. Bei 10.000 aktiven Infizierten müsste man aktuell innerhalb eines Monats mit 129 Toten rechnen. Vorausgesetzt ist ein R-Wert von 1,1, eine Inkubationszeit von 6 Tagen und eine Tötungsrate von 0,8%. Wäre nun die Virusmutation auf einmal 50% tödlicher, wäre das zwar für den einzelnen Infizierten schlecht, allerdings gäbe es nach Kucharskis Rechnung insgesamt nur einen leichten Anstieg der Todeszahlen auf 193. Sollte jetzt aber die neue Mutation tatsächlich 50% ansteckender sein, würde das einen Anstieg der Todeszahlen auf 978 bedeuten. Und das innerhalb eines Monats. Das ist eben der Fluch des exponentiellen Wachstums, der Unterschied zum Linearen. So, und wie sieht jetzt die Lage aus? Da sind sich die Experten noch nicht so ganz einig. Vor allem, wenn es darum geht, sind Mutationen jetzt der Grund, um Maßnahmen zu verlängern? Das haben wir auch Professor Kremsner gefragt. Und der sagt, nein. Andere Experten, wie du ja hier jetzt auch schon im Video gehört hast, sagen, man muss vorsichtig sein. Insofern sind wir jetzt eigentlich wieder an so einem Punkt wie schon zu Beginn der Pandemie, wo wir eigentlich sagen müssen, wir wissen aktuell noch nicht alles. Like für dieses Video, war geil. Gerne auch teilen. BR24, das ist der Kanal und der ist besser im Abo, also einfach mal hier drücken. Hier sind dann auch noch ein paar weitere Videos für dich und die interessieren dich mit Sicherheit, also gerne einfach mal reinklicken. Und merci und ich sehe dich gesund im nächsten Video.